Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei Tu's Kochtour eingeschaltet habt. Heute gibt es ein weiteres asiatisches Weihnachtsessen, Misuppe mit Entenbrust. Und die Suppe schmeckt sehr aromatisch, gerade wegen den ganzen Gewürzen. Und was ihr dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht Entenbrust, Honig, dunkle Sojasauce, Austernsoße, 5 Gewürzpulver, Knoblauch und Ingwer. Ich gebe alle Soßen und Gewürze zu dem Honig hinzu, verrühre das Ganze und werde dann die Entenbrust damit marinieren. Ich gieße jetzt die Marinade zu dem Entenbrust hinzu. Und so decke ich das Ganze ab und lege es in den Kühlschrank für 4 bis 5 Stunden, am besten über Nacht. Nach 5 Stunden sieht das Fleisch jetzt so aus und ich gebe das Fleisch dann auf ein Backblech bzw. auf ein Gitterrost. Unten drunter habe ich ein Backblech bereits schon vorbereitet, mit Alufolie eingekleidet, damit, wenn das Fleisch oder das Fett abtropft, unten drunter das dann auch nicht dreckig wird, unser Backblech. So. Das Fleisch gebe ich, ganz wichtig, mit der Hautseite nach oben. Brust in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluftgrill für ca. 15 Minuten. Währenddessen kann ich die Brühe vorbereiten, und für die Brühe benötigen wir Mienudeln, Pak Choi, Karotten, Shiitake-Pilze, Zwiebellauch, Zwiebel, Sternanis, Nelken, Zimt, Kardamom, Bio-Orangenschale, Gemüsebrühe, Zucker, Salz und Pfeffer. Als erstes schneide ich die Karotten und den Zwiebellauch in feine, dünne Ringe. Langen Teil in feine, dünne Ringe, aber den weißen Teil vom Zwiebellauch werde ich dann in die Suppe später hineingeben. Die Shiitake-Pilze habe ich bereits auch in warmem Wasser eingeweicht und jetzt nehme ich die heraus und werde oben auf den Pilzen einen schönen Stern noch einritzen.
15 Minuten habe ich hier jetzt dunkle Sojasauce und Honig, gebe es in eine Schüssel, verrühre das Ganze und werde es mit einem Pinsel die Entenbrust bestreichen. Und so werde ich das für weitere 5 Minuten nochmals grillen. Nachdem ich jetzt alles vorbereitet habe, gebe ich dann die Zwiebel, Sternanis, Nelken, Zimt und Kardamom in den Topf hinein und werde kurz anrösten. Nachdem die Gewürze jetzt auch gut angeröstet sind, gebe ich das jetzt in einen Teebeutel hinein und lege das kurz zur Seite. Und jetzt gebe ich alle Gewürze und Gemüse hinein. Und so lasse ich das für 15 Minuten köcheln. In einem Topf habe ich bereits jetzt Wasser hineingefüllt und gebe jetzt Salz hinzu und werde dann die Pak Choi dann blanchieren. Nachdem ich die Pak Choi dann blanchiert habe, werde ich jetzt die Nudeln auch in Wasser dann aufkochen. Nach 5 Minuten sind die Nudeln fertig. Jetzt werde ich sie abgießen in einen Sieb, kurz kalt abschrecken und mit Öl dann das Ganze beträufeln, damit die Nudeln nicht zusammenkleben.
Die Suppe, die Ente, die Nudeln und die Pak Choi wären soweit jetzt fertig. Ich werde jetzt die Entenbrust jetzt noch in feine, schräge Scheiben schneiden und das Ganze in einer Schüssel dann garnieren. Die Soße, die während des Grillens herausgetreten ist, habe ich jetzt auch bereits aufgefangen und in eine Schüssel einfach aufgehoben. Und jetzt gebe ich die da noch hinzu. Zwiebellauch noch oben drauf und zuletzt dann die Suppe. Und so habt ihr ein weiteres Weihnachtsessen-Rezept, eine Mi-Suppe mit Entenbrust. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Aktiviert unbedingt die Glocke, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video. Tschüss! Magst du die Suppe probieren? Ja. Oh, richtig heiß und gerade bei so einem Wetter absolut passend. Okay. Ja. Und, wie schmeckt's? Gut? Köstlich. Richtig, richtig super. Ja, das ist ja gut. Die ganzen Gewürze, boah, kommt richtig gut raus, ja. Und hast die Ente probiert? Mhm.